bitte jetzt den unseren Superintendenten, hier in Hause, sein Grußwort. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich halte mit den Anreden jetzt gerade kurz. Für den Kirchenkreis Herford möchte ich einen Gruß sagen und dabei einen historischen Blick auf einen meiner Vorgänger im Amte werfen. Ich hoffe, Sie haben dazu die Geduld. Es geht um den Namen dieses Hauses. Ich möchte sagen, das wissen wir, das Leben läuft in der Regel ja nicht glatt, liebe Schwestern und Brüder. Und es gibt nur wenige Glückskinder unter uns, bei denen das anders ist. Biografien haben oftmals doch Brüche und manchmal fallen diese Einschnitte so aus, dass sie keinen tiefen Schaden verursachen und dann geht es sogar mit einer guten Wendung weiter. Mitunter ist aber ein Einschnitt durch Krankheit und anderes so tief, dass ein Mensch auf Dauer Hilfe durch andere braucht. Auch der Herforder Pfarrer und dann auch Superintendent Hermann Ameler, dessen Namen das Haus ja trägt, ist nicht verschont geblieben seinerseits von solchen Einschnitten und Brüchen. Sein Vater, ein Arzt hier in Herford, sehr angesehen, verstarb, als Ameler selbst noch ein Kind war. In der Familie blieb wenig Geld nach dem Tod des Vaters. Und nur weil einige Herforder Bürger, die das Ansehen des Arztes hochhalten wollten, Geld sammelten, konnte der Sohn Ameler studieren, Theologie. Und damit hat sein Leben, das eine Krise erfahren hatte, offenkundig eine gute Wendung genommen. Ameler, 1811 geboren, verstarb im Jahr 1904 im Alter von 92 Jahren, alt und lebenssatt, wie man auf mancher Fotografie sehen kann, etwa von der Diamantenhochzeit, die das Ehepaar feiern konnte. Alt und lebenssatt. Ameler hat auf eine lange Dienstzeit, Amtszeit zurückgeblickt, war 10 Jahre Pfarrer in der Radewig und dann in Herforder Neustadt in St. Johannes noch einmal 50 Jahre lang im Dienst. Also erst Mitte der 80er Jahre, Mitte 80 erst in den Ruhestand gegangen, wenn man so will. Er war Ehrenbürger dieser Stadt, trug seit 1850 einen preußischen Verdienstorden, den hatte König Friedrich Wilhelm IV. Ihm wegen besonderer Treue verliehen. Amelers Wirke nun insgesamt fällt in eine Zeit größter, wirklich größter Umbrüche hinein. Die Einschnitte im Zusammenleben der Gesellschaft waren damals groß. Mitte des 19. Jahrhunderts, da befinden wir uns, gab es kaum jemand, der sich diesen Umbrüchen entziehen konnte. Da gab es Missernten, gerade in unserer Gegend, mehrfach gehäuft, Jahre aufeinander. Und die Bevölkerung war riesig gewachsen. Das Leinengewerbe, das man über viele Zeiten ja hinweg hier gehabt hat in der Region, war im Niedergang begriffen. Die Baumwolle machte Konkurrenz, industriell verarbeitet. Tabakindustrie und Möbelindustrie, das war noch in Kinderschuhen. Das gab es erst später in großem Stil. Preise stiegen an, Mieten wurden teurer. Und die Konsequenz war ziemlich klar, dass die Armut sich rasch ausbreitete, gerade auch in unserer Region. Hier, Ostwestfalen, war auch in Preußen durchaus eine sehr arme Region. Und so stand die Ordnung insgesamt auf dem Spiel. Im städtischen Bürgertum, das war gesicherter als die Heuerlinge auf dem Land oder die Handwerksgesellen in den kleinen Betrieben, machte sich durchaus auch bei uns in Herford Furcht breit vor einer Revolution. Arbeitslosigkeit, Hunger, soziale Unruhe, Wachstum der Bevölkerung in nicht mehr steuerbarem Maße. Und da hatten die konservativen Kräfte der Gesellschaft hier Angst, dass die Dinge aus den Fugen kämen. Zeichen auf Sturm. Und Ameler selbst, dieser Pastor aus Herford, gehörte zu diesen konservativen Kräften. Er war ein politischer Mensch, für kurze Zeit 1849 Abgesandter unserer Stadt in der Nationalversammlung zu Berlin. Meine Damen und Herren, diese gewaltigen Umbrüche jener Jahre, schon weit her natürlich, in kurzen Strichen hier angedeutet, riefen für den Einzelnen auf große Brüche hervor, für die Familien. Und in den Quartieren unserer Stadt, in den Stadtteilen, breitet sich die Not aus. Stück um Stück kommt auch die strukturelle Seite der Verelendung in den Blick. Die staatliche Reaktion, das wäre heute anders mit Herrn Laumann, die staatliche Reaktion ließ etwas auf sich warten. Die Hilfesysteme müssten erst aufgebaut werden. Und es waren zu jener Zeit, das kann man deutlich zeigen, die konservativ denkenden Kirchenvertreter,
die stattdessen in die Bresche gesprungen sind. Sie taten das bestimmt auch aus der Furcht, dass die alte, die heile Welt zerbrechen könnte. Sie hatten Angst vor Aufruhr, klar. Auch Angst vor dem Gespenst, das umgeht in Europa, dem Kommunismus. Aber das war nicht die einzige Triebfeder. Die soziale Frage, die mit Macht sich gestellt hat damals, wurde, das kann man für diese Region deutlich sagen, aus dem Glauben heraus geantwortet. Und so war 1848 zum einen das Jahr der Revolution in Deutschland, auch das Jahr, als das Kommunistische Manifest erschien, aber es war eben zugleich das Jahr, in dem die Diakonie unter uns ihren Anfang genommen hatte. Damals sagte man meist innere Mission. Menschen seelisch und körperlich stärken, verlässliche Hilfe bieten, auch eine Orientierung im Glauben bieten. Das war das Programm. Das war eine Diakonie, die auch kenntlich macht, warum sie es eigentlich tut. Und genau darin, glaube ich, lag die große Energie damals. Und wenn es in den zeitgenössischen Texten heißt, mit Gottes Hilfe wolle man das angehen, dann war das eben nicht nur eine Floskel. Das haben die Leute ernst gemeint. Und das hat auch Amela ernst gemeint. Dieser Pastor war mittendrin bei dem, was da geschah. Er war in der Stadt und auch im Umkreis für viele Ideen federführend mit seinen Gedanken. Und dass wir heute, das ist wirklich so, dass wir heute als Diakoniestation kennen, etwa hier in Herford, oder den Kindergarten in der Petersilienstraße, oder den Herforder Mittagstisch, oder auch die Arbeitslosenberatung, wie wir es heute mit Maßarbeit kennen, das ist damals schon, in Vorformen zwar, aber es ist damals genau zu jener Zeit entstanden. Ein diakonisches Herford sozusagen. Und die Fähigkeit von Amela, Dinge zu organisieren, die gab dann die Chance, in diesen großen Umbrüchen auch Aufbrüche zu haben. Hilfe für jene, die von Armut betroffen waren und deren Folgen. Organisierte Fürsorge, bei der man sich auch schlau gemacht hat damals. In den großen Zentren, in Elberfeld und Glasgow, wo die Industrialisierung mit Macht zu spüren war, hatte man Ideen entwickelt, Modelle durchaus. Und die hat man hier nach Herford getragen. Amelas Weltbild, sein Menschenbild, wenn man das genauer manchmal sich anguckt, sehr königsvoll, hat in manchen Zügen auch befremdliche Anteile. Aber in der Konsequenz hat sein Wirken wirklich gute Früchte getragen. Und Menschen haben damals durch ein gut organisiertes System Hilfe erfahren in ihren Brüchen, in ihrem Leben. Und so hat, meine Damen und Herren, das neue Haus einen wirklich guten Namen. Menschen, die in mancherlei Hinsicht bedürftig sind, sollen sich hier ja zu Hause wohlfühlen im Hermann-Amela-Haus. Und soweit es eben geht, Mr. Laumann hat das auch gesagt, selbstbestimmt leben können. Damit wird nicht alles glattgezogen, was es da so gibt. Aber die Leute erfahren Unterstützung, Begleitung und Sicherheit. Und dazu, und das ist mein Wunsch, dazu gebe sein Gott seinen Segen, ich bin der Überzeugung, seiner Hilfe wird es gelingen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.